Dicht gedrängt in riesigen Ställen mit tausenden Artgenossen. So sieht der Alltag eines Schweins heute meist aus. Vor über 100 Jahren war das ganz anders. Da ging es mit dem Schweinehirten jeden Tag nach draußen. Und wie das aussah, davon haben wir uns im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck persönlich ein Bild gemacht. Gestatten Fridolin oder Felix oder Florian oder, naja, einen Namen habe ich eigentlich nicht wirklich. Aber im Gegensatz zu vielen meiner Artgenossen ein recht spannendes und aufregendes Leben hier im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck. Ein Leben so wie früher. Ja, also es ist ja so, es gibt ja heutzutage auch ein paar Millionen Schweine in Deutschland. Die sieht man im Regelfall nicht draußen, erst wieder in panierter Form auf dem Teller eventuell. Und das war vor ca. 200 Jahren völlig anders. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, das Futter zu den Tieren zu bringen. Da hat man die Tiere zum Futter gebracht und so waren die eben draußen und haben sich ihr Futter selber suchen dürfen. So, mir geht es hier eigentlich saugut. Aber jetzt muss ich los. Essen fassen. So, jetzt! Da sind sie. Sie dürfen ruhig näher treten. Man darf die Schweine auch gerne streicheln. Die sind sehr genussorientiert. Kennt jemand zufällig die Rasse? Ganz genau. Das sind schwäbisch-hellische Landschweine. Die waren bis Mitte des letzten Jahrhunderts sehr weit verbreitet hier in Süddeutschland und sind sehr, sehr gut zur Haltung draußen geeignet. Die sind sehr robust, die sind freundlich, die vermehren sich gut. Die bringen so alles mit, was ein Schwein so braucht. Und nicht zuletzt, die sind auch sehr lecker. Und ab geht's mit meinen Kumpels durchs Dorf. Und das jeden Tag, bei jedem Wetter. Etwas, was ich als schwäbisch-hellisches Landschwein vielen meiner Artgenossen voraus habe. Mit den Modernen, die hätten hier ziemlich Probleme mit ihrem Nervenkostüm. Diese Schwäbisch-Hellischen haben wir uns ja nicht umsonst rausgesucht. Die sind sehr robust in ihrer ganzen Natur. Die kann man auch draußen halten. Die sind geländegängig quasi. Also wenn Sie heute so ein Hybridtier, was im Stall die ganze Zeit nur gehalten würde, das könnte das gar nicht hier mitmachen, die ganze Lauferei. Und das können die eben sehr, sehr gut. Dadurch, dass die eben sehr robust sind, kann man die auch mal, wenn die Witterung nicht ganz so toll ist, auch mal draußen lassen. Also da haben die nicht gleich einen Schnupfen. Und vor allem, sie sind sehr freundliche Schweine, sie sind nicht aggressiv. Und vor allem, sie waren eben bis Mitte des letzten Jahrhunderts hier in Süddeutschland auch in dem Gebiet sehr weit verbreitet. Das macht's. Klar muss ich das alles erstmal lernen, aber wir Schweine sind eigentlich recht klug. Ein ganz entspanntes Leben eigentlich. Okay, wir brauchen natürlich unseren Schweinehirten. Der hatte gerade früher kein so gutes Leben. Das war eher ein schlechteres. Also da kann man wirklich sagen, unter den Umständen, wie der Schweinehirte leben musste, war er eigentlich die ärmste Sau von allen. So, bis in den späten Herbst lasse ich es mir hier im Freilichtmuseum noch gut gehen. Dann machen ich und meine Kollegen einen großen Spaziergang. Das sind die einzigen Schweine, oder sagen wir die einzigen Tiere, die dem Museum selber gehören. Alle anderen Tiere sind Leihgaben und die gehen dann im Winter wieder zurück zu den entsprechenden Besitzern. Und die Schweine, die machen dann gemeinsam Spaziergang zum örtlichen Metzger. Bis dahin kann er mich auf meinen Abenteuertouren noch begleiten. Immer ab 2 hier im Museum.